Neuer Morgen, neuer Tag, so wie immer. Gucken wir mal, ist schon irgendwer in der Stadt wach vielleicht? Oder ist grad, sind überhaupt alle da? Ich habe ja auch ein paar Leute schon länger nicht gesehen. Gut, Leon scheint aktuell nicht in der Stadt zu sein, JP und Lisson auch nicht. Und Infinitus hat offensichtlich schon angefangen zu bauen hier. Aber ordentlich, du. Wow. Ich hoffe, ihn stört's nicht, wenn ich hier einfach mal reingehe und mir das angucke ein bisschen. Ich muss gleich auf jeden Fall auch nochmal was essen. Ja gut, okay, so viel hat er dann doch nicht gebaut. Irgendwie nur so eine Außenfassade. Das Traurige ist, dass er trotzdem mehr gebaut hat als ich. Naja. Ich suche mir jetzt erstmal was zu essen. Und dann muss ich mal... Ach, Leon hat die Auto ein bisschen weitergemacht hier. Eigentum ist Prisons, Grundstück von... Nee, hat er nicht. Ach Gott, ich war zu lange nicht in der Stadt. Also ich suche mir erstmal was zu essen und dann gucken wir mal weiter. Ja. Ich habe natürlich gar nichts. Ist ja super. Haben wir irgendwo in der Umgebung vielleicht ein paar Tiere irgendwie? Kühe? Da ist eine Kuh. Das kommt mir natürlich eher sehr zu gelegen. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen hier, nicht, dass ich nochmal sterbe. Ich bin, glaube ich, schon zweimal gestorben. Mein Eckzaun. Hier langsam. Kuh. Naja, eigentlich wäre es schlauer, die natürlich zu zerren. Die hat schon Damage hier. So, entschuldige Kuh, aber ich brauche dein Essen. Ja, jetzt bin ich auch schon... Oh, jetzt tut mir mein Magen aber richtig weh hier. Au, ah, Gott, das zieht aber, ey. Halleluja. Aua. Na gut. Da vorne ist mein Ofen. Habe ich da noch Kohle drin? Habe ich welche im... Ja, ich habe welche im Inventory. So, ganz schnell. Ah, Junge, mein Magen tut so weh. Ah. Komm, ganz schnell was essen hier. Ah, super. Das fühlt sich doch gut an. Es wäre natürlich schlauer gewesen, die Kuh vielleicht auch erstmal mitzunehmen. Dann hätten wir uns vielleicht mal eine Farm errichten können hier. Das war nicht ganz so schlau von mir, gebe ich zu. Ja. Na gut, ich werde hier gleich erstmal ein bisschen durch die Stadt streifen. Beziehungsweise das, was mal unsere Stadt werden soll. Also das alles hier. Von da hinten bis da vorne soll alles mal bebaut sein. Und damit die, damit unsere einzelnen Bürger hier auch wissen, wo sie bauen können, werde ich dann wohl mal einzelne, wie soll ich sagen, einzelne Grundstücke abstecken, damit JP da seine Redaktion bauen kann oder Frozen seine Schmiede, Leon sein Handwerkerbüro, hier, wer wohnt denn hier? Hier müsste ja, Leon hat sein Haus noch nicht abgerissen, gut, ich lasse das mal hier stehen. Das könnte eng werden, auch noch mit Linus. Der hat sich natürlich auch... Ich glaube, der hat sich einfach ein Grundstück genommen. Der gute Lisson. Denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass... Erstens, glaube ich, JPs Grundstück war deutlich kleiner. Also... Ich habe das übrigens nochmal überprüft. Das ging alles bis hier. Und Infinitus hat ja auch ordentlich abgegraben. Aber ich glaube, JPs Grundstück ging von der Breite her nur bis hier oder so. Und dann hat... Haben die das wohl erweitert? Da muss ich mal mit denen sprechen. Das ist nicht ganz rechtens. Aber wir werden da schon irgendwie eine Lösung finden. Na gut. Was wollte ich denn gerade noch nach? Genau, ich wollte mir noch was zu essen suchen. Vielleicht hat Frozen noch was? Wenn ja, ich lege es mir natürlich wieder hin. Verrottetes Fleisch, ja, das habe ich auch. Ich guck mal bei JP, er ist ja sowieso hier mein größter Homie. Ich glaube, der hat nichts dagegen, wenn ich mir mal was von ihm nehme. Komm ich hier, kommt man hier durch? Minus. Oh, der hat aber auch schon ein bisschen weitergebaut hier. Er hat natürlich auch nichts. Ja, Wahnsinn, oder?
Gut, die Kiste ist natürlich gesichert, die hier nicht. Ach, perfekt. Listen, ich werde dir das wiedergeben. Keine Sorge. Ich schulde Listen eine Karotte. Das kann ich mir vielleicht noch merken. So, jetzt streifen wir erstmal ein bisschen durch die Stadt. Mal gucken jetzt, wobei, Moment mal. Ich weiß, Infinitus ist letztens mal wieder gestorben. Und er muss irgendwas abgeben. Ich habe gesagt, er soll das in eine Kiste... Ich habe gesagt, er soll das in eine Kiste packen, bei JP oder mir, das ist scheißegal. Hauptsache bei einem der Verliesbeauftragten. Was halt JP und ich sind. Und ich guck mal eben, ob er das gemacht hat. Ich weiß auch gerade nicht mehr ganz genau, was er abgeben sollte. Aber ansonsten gucke ich da morgen nochmal nach. Egal. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Zäune. Moment, ich habe noch 9 Zäune. Okay, gut. Ich habe aber zu wenig Schilder, allerdings genug Holz. Und da ich ja auch hier... Ganz kurz, habe ich den Baum selbst gefällt, weil falls nicht, hat das Konsequenzen. Na gut. Was wollte ich gerade machen? Genau, Zäune und Schilder. Na gut, ich habe ja genug Holz auf meinem Grundstück, da kann ich auch mal ein bisschen was verballern jetzt hier für den ganzen Kram. Aber ich nehme auch nicht alles hier, ich nehme nur so ein bisschen. So, hier können wir schon mal ordentlich... Gut, das sind auf jeden Fall eine Menge Zäune. So, und hier nehmen wir nochmal einen Haufen Sticks und machen... So schon mal. Okay, 16 Schilder, das sollte auch reichen. Ich verbrate... Ja, ich... Ein paar Sticks lege ich mir zur Seite. Ja, so ungefähr. Den Rest nehme ich mir auch nochmal für die Zäune mit. So, 15 Sticks haben wir noch über. Das sollte reichen. Also, gucken wir mal. Die Straße soll natürlich nicht direkt am Grundstück sein. Hier muss ja auch ein bisschen Bürgersteig sein. So, sagen wir mal von überall aus 4 Meter, 4 Blöcke irgendwie so. Und ich muss gerade mal gucken. Ich habe ja gesehen, das Grundstück von Frozen geht ja bis hier hinten. Das heißt, ich muss das kurz ein bisschen umformen. Und zwar hätten wir... Oh, hier ist aber ganz schön viel Gras gewachsen. Ich gebe ihm mal so das hier noch mit. So, also Frozens neuer Eckpfeiler ist schon mal hier. Und dann... Okay, auf der Linie hier. Ich glaube hier. Kommt das hin? Nicht ganz, oder? Scheiß drauf. Er wird's ja merken. So. Jetzt haben wir Frozens Teich da auch noch mit drin. Dann geht die Straße natürlich, wenn er schlau ist, baut er die Eingangstür in die Richtung irgendwie, sodass hier dann der Weg zu einer Pforte führen kann. Dann baue ich hier, habe ich die Hake dabei? Nein, habe ich nicht, okay. Also ich brauche den, 1, 2, 3, 4. Und ab hier könnte dann die Straße anfangen. So. Ja, das... Okay, ab da die Straße. Und die Straße ist dann 8 Meter breit, habe ich mir überlegt. Ja, wobei, ist doch ein bisschen viel. Machen wir mal... Ja, wir machen mal 3 Meter breite Gehwege und 6 Meter breite Straßen. Das bedeutet, ich kann hier den Teil auch noch wegnehmen. So, ich kümmere mich dann auch innerhalb der nächsten Tage mal hier um
Gehwege und Straßen und weiß ich nicht was alles. Ich als der verdammte Stadtplaner. Na gut, also so in die Richtung Straßen. Jetzt bin ich natürlich wieder durcheinander gekommen hier. Oh, schön. 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mindestens. So. Und ich lege mich mal kurz schlafen. Ich nehme jetzt einfach mal das Bett von Frozen. Wird sowieso erstmal ein bisschen unbenutzt bleiben. Er hat die Stadt für ein paar Tage verlassen. Und dann hoffe ich, habe ich eine geruhsame Nacht. Das war eine schöne Nacht. Und jetzt geht es weiter hier vorne. Okay. 6 breit die Straße. Mein Frozens Grundstück ist auch auf. Ich habe mich jetzt nicht ernsthaft verbaut, oder? Nein, habe ich nicht. Gut. 1, 2, 3, das gehört da ab. Hier geht die Straße los. Okay, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gucken wir mal, wo die sich kreuzen. War das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das war richtig. Und dann 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, das sieht natürlich erstmal nach gar nichts aus. Aber okay. Es geht auch erstmal darum, dass ich ungefähr weiß, wie breit die Straße von wo bis wo ist, weil ich möchte hier auch direkt schon anfangen mit dem ersten Gebäude. Oder besser gesagt, möchte ich da das erste Grundstück setzen für ein Gebäude. Und zwar wird das JPs Redaktion. Habe ich mir jetzt mal spontan überlegt. JP, deine Redaktion kommt hier hin. Ich weiß, du hörst das gerade sowieso nicht, weil du nicht in der Stadt bist, aber ist mir egal. So, Grundstück ist jetzt ein 1, 2, 3. Das passt. Und jetzt gehen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich mich vorhin hier so hart verzählt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder? Ja, ist das anstrengend. Aber dafür wird sich das Endprodukt lohnen. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Meine Schaufel wird wahrscheinlich auch gleich den Geist aufgeben hier. Ah, ich habe ja zum Glück noch eine dabei. Schnell mal unbemerkt gezückt. So, das sieht doch schon mal ein bisschen mehr nach was aus. Ich werde wahrscheinlich... Leon muss da bestimmt noch mit Erde auffüllen. Ich werde ihm da gleich nochmal was hinlegen in eine Kiste. Oder was in eine Kiste tun und ihm das da hinstellen. Und wir haben jetzt, ich grabe am besten mal einen runter, damit ich hier auch ja nicht durcheinander komme. 1, 2, 3 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich mich schon wieder verzählt? Ach Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So, und den Kram hier noch abtragen. Ja, und dann haben wir es doch auch. Das Feld müsste jetzt, oder diese Kuhle hier müsste 6x6 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Dann fülle ich das hier wieder auf, damit ich hier nicht durcheinander komme. Das ist Bürgersteig hier. Oder Gehweg, oder wie auch immer man das nennen will. Hier. Auch. Und hier würde ja dann theoretisch die Straße weitergehen, aber das tut sie ja fürs Erste nicht. So, gut, dort endet die Straße. Hier, das bedeutet, ich kann... Oh, oh.
Das war jetzt nicht ganz das, was ich setzen wollte. Zack, zack, zack. Und dann kommt da noch ein freshes Schild drauf. Grundstück für Redaktion. Mietpreis auf. Na gut, mit dem Mietpreis werde ich ihm dann schon sagen, aber für Infos bei SERP melden. Ach, mein ganzer Name passt dahin, das ist ja super. SERP Prism melden. Gut. Und dann, ja, wie breit kann so ein Ding denn sein? Er kann ja natürlich ordentlich in die Höhe bauen und ich habe gerade einen Fehler gemacht, sehe ich. Ich muss das Treiben nach hinten setzen. Ich habe nämlich vergessen, den Gehweg hier mit einzuberechnen. So, das heißt 1, 2, 3. Und dann muss das da hin. Ja, was hatte ich gesagt? Grundstück für Redaktion. Für Infos bei SERP Prism melden. Super, gut, jetzt reiße ich das wieder ab. Und dann setze ich mich auch erstmal zur Ruhe. Und mache dann nachher weiter. Ja.